Servus Leute und willkommen zu diesem ganz, ganz kurzen Infovideo. Und zwar, ich habe das ja im Titel schon gelesen, möchte ich einen Lesemarathon starten, der womöglich über 2 Wochen gehen wird, weil ich ja jetzt 2 Wochen Urlaub habe. Und diesbezüglich werde ich vermutlich 2 Wochen einen Lesemarathon starten und es haben ja jetzt einige Ferien. Deswegen glaube ich, lässt sich das gut anbieten. Ich habe einfach gemerkt, dass ich zu viele Bücher hier habe. Ich habe das in meinen Neuzugängen vorher schon gesehen, wie viele Bücher ich allein im Monat März schon neu bekommen habe. Und es übersteigt mir langsam alles den Kopf mit den ganzen Büchern. Und deswegen möchte ich mal einen Lesemarathon starten, damit ich einiges weglesen kann. Da ich jetzt 2 Wochen Urlaub habe, bietet sich das natürlich ganz gut an. Und damit das auch funktioniert, werde ich jeden Tag am Abend ein Feedback abgeben und ein Video hochladen, ein ganz kurzes und euch berichten, wie viel ich gelesen habe, was ich gelesen habe und wie ich es finde und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja alles. Und werde euch noch so einen Tagesablauf geben, so was ich so getan habe, ausreichend gelesen, wenn euch das interessiert. Und ich werde dazu eine Facebook-Veranstaltung erstellen. Und dann kann jeder gerne mitmachen, der Lust hat. Es muss niemand die ganzen 2 Wochen durchziehen wie ich. Wenn ihr keinen Urlaub habt oder keine Ferien oder sonst was. Ihr könnt einfach so mitlesen, würde mich sehr freuen, wenn einige mitmachen würden. Ich halte den Lesemarathon unter dem Motto blutige Lesemarathon, weil ich natürlich nur Horrorbücher oder Thriller oder Krimis lese. Aber es ist kein Muss, dass ihr jetzt einen Thriller oder einen Horrorroman oder einen Krimi lest. Ihr könnt lesen, was ihr wollt. Aber ich halte es unter dem Motto blutige Lesemarathon, weil ich einfach diese Genres lese in diesem Lesemarathon. Ich hoffe, es machen einige mit, würde mich sehr freuen. Und dann war's das. Ich verlinke euch dann die Veranstaltung unten in der Infobeschreibung. Würde mich sehr freuen, wenn einige teilnehmen und man sich austauschen kann. Wäre ganz cool. Dann war's das. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Bis